Special nach Halloween. Wegen Daniels Internet. Gut. Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The Dark Pictures Little Hope. Hope. Ja, wir stehen hier mit dem Ex-Alki John. Nachdem wir einen Busunfall hatten in Little Hope. Und ja, jetzt soll ich mich hier umgucken, nachdem ich Darts nicht schlecht gespielt habe bis zum letzten Wurf. Ja, dann machen wir weiter mit dem Halloween-Special nach Halloween. Ui! Gut. Kann man hier mit den Saftzecken reden oder so, ne? Irgendwo muss man doch A drücken können, da. Was ist das? Das sind wahrscheinlich auch die Stunden. Oh, was ist das? Interessieren sich ihre Kinder für Astrologie, Ouija oder Geister? Reverend Carson wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen und wie diese Dinge als Pfad zur linken Hand zu Delinquenz und Satanismus führen können. Rathaus Little Hope, Dienstag, 16. Juni 1970. Okay. Dann haben wir da ja irgendwas Interessantes gefunden. Es geht immer nur um Satanismus. Irgendwas stimmt da nicht. 6. Juni 1917. Das glaube ich nicht. Die sehen uns so ähnlich. Interessant. Das war jetzt, glaube ich, kein Bild, auf das ich achten muss. Hey, hier lang. Verschwinden wir und... Hört ihr das? Ja. Da war definitiv etwas. Haben Sie das auch gehört? Ja, das ist eine Glocke halt, oder? Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Wir erfahren ja nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Dankeschön. Die Suche führt zum Ziel. Bester Mann. Einfach mal weiter Darts spielen. The Black Cat Bar. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Andrew, Hauptstraße, 23:49, 27. Mai. Nach Little Hope zu gehen, ist die einzige Option. Also jetzt sind wir Andrew. Ich bin mir nicht so sicher. Geh weiter in Richtung Stadt, bleib bei John und den anderen. Na komm. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Aktuelles Ziel. Ah! Okay, Geheimnisse. Kursrichtung. Team Taylor. Was ist das? John hat Vince Angebot eines Drinks in der Bar abgelehnt. Aha. Das sind diese Meilensteine eben, die Kursrichtung. Geheimnisse hier. Haben wir... Und hier haben wir das Bild gefunden. Und da haben wir diesen Flyer gefunden. Ja. Ängstlich, unsicher, unsicher, distanziert. Ha. Interessant. Ich check's noch nicht so ganz. Wir haben auch noch keine Bilder. Egal, wir laufen jetzt weiter. Auf LB läuft man ein bisschen schneller. Das mache ich jetzt auch. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich auch, glaub mir. Wie dieser Nebel auftaucht, das ist nicht normal. Natürlich nicht. Oh, da glänzt irgendwas. Was geht da los? Was ist das? Aha.
Das ist aus Holzstöcken ein aufgehängter Mensch. Mit einem Kreuz unter ihm aus Blut, wie es aussieht. Also irgendwas Teuflisches, Dämonenartiges. Richtige Satanisten was hier am Start. Was soll das sein? Das wurde doch extra gemacht. Eine Warnung vielleicht. Oder gut, dass wir weiterlaufen. Vielleicht ist das was Religiöses. Was es auch ist. Es macht mir echt Angst. Ich weiß nicht. Ich bin neugierig. Sehr schön, Andrew. Ich hab genug gehört, danke. Forschend. Bist du abergläubisch? Bist du abergläubisch? Ich hab nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Menschen glauben an sowas. Viele Leute glauben immer noch an solches Zeug. Ich dachte, du tust das ab heute auch. Nur weil andere Leute alles Mögliche glauben, heißt das nicht, dass ich das tue. Also ich finde ich überhaupt gar nicht. Ja. Aber kann man wohl nichts machen. Gehen wir zu den anderen. Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen. Jetzt sind wir wissensgierig. Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Ja, dann wartet doch auf uns, Mann. Ja, sehr gut. Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendeine Zwischensequenz, aber die Kamera... Boah, leckt mich am Arsch. Puh, hab ich mich erschreckt, Mann. Das ist mit Headset ja schrecklich. Was für Pisser, ey. Ohne Witz. Boah. Erstmal klarkommen wieder. Alter Falter. Da drüben Wasser. Leck mich doch am Arsch. Das Spiel wird mich jetzt also richtig fertig machen. Das merke ich jetzt schon. Ja, Alter. Das ist doch das Mädchen. In seinem Traum. Hey, aus seinem Traum. Kommst du mal her? Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ich kann niemanden sehen. Du glaubst mir nicht. Ich habe jemanden gesehen, machen wir jetzt nachdrücklich. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Kaum frustriert. Gut. Glaub mir halt nicht. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Mhm. Da war ja hinten gerade was sehr Normales. Was zur Hölle? Mich doch am Arsch. Lauf doch bitte weiter. Was war das? Die anderen so weit weg, Mann. Himmel, was ist das? Ich glaub nicht dran. Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel? Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Aber wenigstens... Hä? Stopp mal. Ah, okay, wir sind schon in der modernen Zeit, weil mir ist gerade aufgefallen, der macht Licht mit einem Smartphone. Okay, dann war der Flyer halt von 1970, aber wir sind in der aktuellen Zeit. Ja, okay, der Bus, den konnte man nicht einordnen, ob der modern oder alt war. Was war das? Ja, das klingt... Ja, und dichter Nebel ist wieder am Start, also laufen wir gleich wieder zurück. Der Nebel macht uns ja auch fix und fertig. Ja, ich sehe halt gar nichts. Ja. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Nebel. Bleib bei mir. Sieht das so aus wie da... Also, waren wir da schon? Das sieht für mich halt alles gleich aus.
Wir laufen einfach weiter hier in dieser Düstere. Und die anderen Pisser gehen einfach und sagen, kommt mal nach, kommt mal nach. Ja, wartet halt mal, seid mal so solidarisch. Nee, die schreien nur und laufen weiter, echt ohne Witz. Laufen wir wieder durch den Nebel. Man sieht halt echt wenig. Ob uns der Nebel festhalten will? Nicht will, dass wir gehen? Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich habe auch keine Ahnung, in welche Richtung das Spiel sich entwickelt. Ob das einfach nur schlecht wird. Jetzt ist es ja noch recht gruselig. Also ich finde es nicht schlecht gemacht. Auch das Feeling. Ob das jetzt so schreckhaft bleibt und eher düster und man sieht nicht viel. Oder ob da so richtige Monster kommen und es dann schon so ein bisschen übertrieben wird. Dass es dann schon nicht mehr ernst zu nehmen ist. Mal gucken. Oh, da ist was. Kann man doch safe angucken, oder? Ja. Was haben die da mit Steinen gebaut? Und das ist eine Puppe, oder? Hey. Schau dir das an. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Eine Voodoo-Puppe, oder? Wow. Eine Voodoo-Puppe, in die eingestochen wurde hier mit einer Nadel. Aus Stroh, wie es aussieht. Größtenteils. Oh ja, klar, was geht? Alter. Erschreck mich doch nicht so. Wie heißt ihr, mein Herr? Und sonst alles gut bei dir? Alter Falter. Höflich. Komm. Ich bin Andrew. Andrew? Und ihr Name, Gnähfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Ach du Kacke. Spielt mit. Komm, spielt mit mir. Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Das ist die, auf jeden Fall das Mädchen aus dem Traum und sie hat ein Bündnis mit dem Teufel. Interessant. Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Ich habe sie auch gesehen. Geht es euch gut? Kaum verängstigt, dass er merkt, etwas dass es ernst ist. Was immer hier passiert ist, es ist vorbei. Du hast keine Ahnung. Du hast es nicht gesehen. Ich verstehe nicht. Was ist hier genau passiert? Verwirrt. Dieses Mädchen kam aus dem Nebel. Sprach mit uns. Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Ich glaube, du bist verwirrt von deinem Zug. Ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Gut, im Hintergrund sieht irgendwas ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Ich weiß es nicht. Sie könnte böse sein. Komm, machen wir mal eine Annahme. Sie könnte auch. Weil nicht, dass wir ihr zu sehr vertrauen, weißt? Nicht, dass die nachher einfach blind in ihre Arme laufen. Du bist ganz heiß. Hat dir das Mädchen was getan? Wir sollten alle auf Andrew achten. Mir geht's gut. Der Schmerz lässt nach. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Wir wollten doch schon die ganze Zeit in die Stadt laufen. Was will das Mädchen eigentlich immer mit ihren kurzen Haaren? Ey. Kurzen, farbigen Haaren da, Hannah. Immer diese Frage, sie wollen in die Stadt?
Ja, die paar Schreckmomente haben mich jetzt schon gut fertig gemacht. Jetzt kommt wieder der Geschichtenerzähler. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Ja, dank dir, Hurle. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Das ist auch mein Motto. Bleiben alles Sie kommt nicht? Zurück. Alles. Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Vergessen? Du trinkst nur deinen Wein. Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Mhm. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Ich trink mal schnell was, erschreckt euch nicht, falls ihr was hört. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Das war Angela gut. Bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht bereuen. Denn noch habe ich ja keine großen Entscheidungen getroffen. Er war nicht sehr hilfreich. Ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war respektloser Manako. Verstörend verstört. Und genau. Du nicht. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Zu Befehl, mein Herr. Mal schauen, wo uns dieser Film, den wir selber spielen, noch hinführt. Jawohl, geht nur zu zweit ins Haus. Ich konnte sie Angela Hauptstraße, sie klang 0 Uhr echt so, 1, als sei sie 28. nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Bin der Hilfe in der Stadt, bleibt nah bei den anderen. Die anderen bleiben ja bei uns. Praise the Lord. Gibt's das auch? Also gehen wir mal zum Haus. Das interessiert mich. Finde ich cool auch, dass man zwischen den Charakteren rumswitcht. Was haben wir da gefunden? Eine... What the fuck? Hä? Von dir entdeckte Bilder kannst du im Bereich Sammlung. Ja, das wissen wir. Interessant. Was war das jetzt? Ein Mann mit einer Knarre an der Schläfe. Ob er sich selber die Knarre dahin gehalten hat oder ob sie von jemand anderem gehalten wurde, habe ich jetzt nicht gecheckt. Gut, dass man dahin laufen kann. Und da, nee, da kann man nicht hin. Okay. Ja gut, wie ich schon gesagt habe, wie ich eingangs erwähnt habe. Kann man so eine Grafik natürlich nur machen, wenn das Spiel gut geführt ist. Und nicht zu viele Details. Was war das? Gemacht werden müssen in einer ist Open World zum Beispiel. Nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Mhm. Hoffe, du hast recht. Ich hoffe auch. Ist hier irgendwas? Ihr müsst halt echt auf allen Seiten gucken. Weiß auf beiden einfach, weiß auf allen. Boah, leck mich doch am Arsch. Irgendein großes Tier. Alter. Ich will sonst gute Nacht. Hör auf, mich zu erschrecken, ey, Drecksgame. Oh, fängt echt gut an. Wer weiß, was noch abgeht. Vielleicht sieht man von da oben mehr.
Na dann komm. Ich komm mit. Brudi. Ich heiße Angela Hallihallo. Ich lade euch ein zu meiner Show. Da liegt wieder was Glänzendes. Was haben wir da? Ghost Towns of the Northeast, Little Hope, the town returning to nature. Im Norden Little Hope. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern, vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst, ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließungen der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhlen von Hobbs Deep sind bei Eiskletterern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserfälle gelten als gefährlich. Filmempfehlung: Architekten des Unleserlich. Ah, okay, da ist durchgestrichen. Unleserlich, 22.30 Uhr, 21.30 Uhr, Central. In dieser Folge, da maskiert Kate Wilder den Zodiac-Killer. Doch können ihre schonungslosen Ermittlungen neue Fakten über den berüchtigten Mörder zutage fördern. Sehenswert für die beeindruckenden, von der Golden Gate Bridge gefilmten Aufnahmen von San Francisco. Aha. Interessant. Es gilt als Geisterstadt, weil sie halt verlassen ist. Da steht natürlich nichts, ob es jetzt wirklich da drin spukt oder nicht. Okay, hier, Brudi. Was ist da los? Ich komme mal mit dir. Wie geht's dir? Andrew, sei nicht so gestresst. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Nein. Komm, ich glaube, wir sind in Gefahr, ängstlich. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Aber am Anfang hast du mir nicht geglaubt, als ich Andrew war. Was lauert dort? Ruhig bleiben. Rebellisch. Ruhig bleiben, positiv denken. Panik hilft uns nicht weiter. Und ich persönlich habe nicht die Absicht, hier draußen länger unterwegs zu sein als unbedingt nötig. Ganz deiner Meinung. Danke für dein Interesse. Gerne. Aha. Was geht da los? Okay, es wird absurd, oder? Ein netter Mann, der da rausgeguckt hat. Ein netter Mann. Bis jetzt haben wir viel ängstlich gemacht, aber ich hoffe halt, dass es die Leute rettet, weil sie nicht blind irgendwo reinlaufen. Aber vielleicht auch killt es die Leute, weil sie sich nicht trauen, irgendwo mitzukommen und dann draußen verrecken. Ich weiß es nicht. Das ist ja das Schöne an dem Spiel. Man wird überrascht. Ah, die Laternen leuchten noch. Zumindest eine. Ist hier irgendwas? Der Typ bleibt hier stehen. Ein Flyer. Presents The Witch of Edmonton. Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexe von Edmonton. Ein Drama von V.M. Rowley, Tos Decker und John Ford. Aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Samstag, 17. April, 19 Uhr. Ja, aber welcher Samstag? Welches Jahr, ihr Saftsäcke?
Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Unsicher. Könnte sein. Wir dürfen das kann schon sein. Doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker. Was für eine für ein Vergleich, weißt du? Es wird immer dunkler wieder. Es ist schon sehr düster. Macht natürlich auch Feeling, aber... Aha, da ist wieder jemand. Da lauert was im Busch. Jetzt nochmal Angela. Aber wir waren ja auch davor, Angela. Ich hält. Ich bin nur gerade recht abgelenkt von der Umgebung. Ich versuche nichts zu übersehen. Und es ist schon sehr dunkel. Ja, Leute, kommt ihr oder? Ja, die kommt schon mit. Ja, gleich erschrecke ich mich wieder. Ich sehe es schon kommen. Das ist ein Haus. Kann man da irgendwie hin? Okay, es wird einfach nur dunkel und eng. Ich sehe gar nichts. Ich laufe jetzt aufs Prinzip halt weiter. Wow. Wo sind die Leute hin? Hallo? Hallo? Alter. Jetzt hat der Typ mich erschreckt. Leck mich doch am Arsch, ey. Andrew, ey. Da ist doch irgendwas, oder? Kann man da hin? Nee. Sorry, Leute. Ich hoffe, ich laufe noch in die richtige Richtung. Ist da was? Da ist doch irgendwas. Na, das war der Flyer von vorhin. Wo laufe ich denn jetzt hin? Das ist so schlecht zu erkennen. Ich sehe gar nichts. So, chillt mal. Dahin, oder? Nee, dahin muss ich, glaube ich. Hä? Da. Boah, leck mich am Arsch, hat er mich wieder erschreckt. Ah. Oh, Leute. Oh, Leute. Ich war richtig orientierungslos gerade. Okay, Leute, sorry. Ich war ein bisschen paranoid. Ich wollte ein bisschen gucken, Marsch. Bleiben wir jetzt hier stehen oder geht's weiter? Marsch noch maulen, obwohl ich die aufgehalten habe. Laufen wir ein bisschen schneller. Ja, hier sind schon Laternen, die leuchten immer wieder. Und da vorne wird's hell. Ist es nicht... Dort ist doch der Busfahrer reingefahren, oder nicht? Ist dort vorne nicht der Bulle gewesen irgendwo? Da vorne ist irgendwas! Schrei halt noch lauter. Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Schaut mal. So wieder ein Mädchen. Hey, halt! Stopp! Jetzt rede ich. Boah, die bleibt sogar stehen. Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Oh, Leute. Eieiei. Was machen wir jetzt? Wir gehen zu ihr hin und fragen sie, was sie hier macht abends. Ich regle das. Ihr bleibt hier. Okay, John. Mal gucken, ob du jetzt zerfetzt wirst. Ich komme mit. Sei vorsichtig. Oh, schwer. Wer verreckt denn dann? Warte, ich komme mit dir.
Wenn jetzt beide verrecken, sind nur noch die Jungen am Start. Hey! Oh nein, ich hätte ihn allein gehen lassen sollen. Das ist nicht gut. Konfrontiere das Mädchen. Sehr schön. Das ist natürlich eine gute Idee, John. Gut, dass das Licht jetzt ausgeht. Ja. Hey! Gut. Ist da wer? Erschreckung incoming. Hey! Hallo? Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ja! Alter. Hey! Was zum... John! Hä? Er steht hier wirklich da, oder was? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Neugierig. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Es sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Die sieht auch immer anders aus, oder was? Oder hat sie jetzt ihre Kapuze weg? Bleib mir vom Leib. Was bist du? So, was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Bezeig doch. Eine verderbte Zunge. Der Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. What the fuck? Ihr? Das kann nicht wahr sein. Es ist ein Zeitsprung immer. Schaut mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Hab mich selbst gesehen. Überhaupt nichts ist okay. Ich hab Angst, bin verwirrt und hab mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Das ist mir gar nicht aber aufgefallen. Wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Der guckt Schaut aber lang. Denn keine und sagt Horrorfilme? Nix. Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich du gehe bist hier dumm. Lang ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Der Daniel hat schon lange nichts mehr gesagt, gell? Ich gehe mit John. Billigend. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand Jawohl. Hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Jemand sollte mit ihr gehen. Echt? Ich käme schon zurecht, aber... Gut. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Oh, jetzt geht's los. Immer dieses Trennen. Immer dieses Trennen, Mann. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Ja. Bitte helfen Sie mir. Andrew Kreuzung, 0.16 Uhr, 28. Mai. Bleibt nah beieinander. Finde Hilfe in der Stadt. Das versuchen wir. Ohne Witz, ey. Ja, und jetzt, wo... Moment. Oh, ich will was sagen, aber ich bin jetzt das ruhig. Geräusch. Wow. Das Mountainbiker. Was macht der denn? Volldepp. Mist. Was war's denn? Hä? Na, das ist einfach nur so ein Symbol von einem Typen. Hä? Okay. What the fuck? Was war das? Ich wusste nicht mal, was ich drücken soll, Mann. Ey. Ist alles okay? Alles gut.
Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Da war einfach ein Symbol von einem springenden Typen und da stand nicht, was ich drücken soll. Hast du dafür eine Erklärung? Ich habe A gedrückt und dann stand da B. Wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Hexenverbrennungen, oder? Was zur Hölle war das? Und jetzt? Was ist? Alles okay, Klein, wir sollten zu John gehen. Wir gehen zu John. Beeil dich. Wir sollten zu John gehen. Weil ich will nicht, dass die sich trennen. Er meint es gut, aber das wächst ihm über den Kopf. Komm, neugierig, warum sagst warum du das? Warum hast du ihn so? Ach komm. Johns Zeit ist nicht längst vorbei. Sie war nie da. Ein Möchtegern-Literat, der die Tage zählt, bis er endlich in Rente gehen kann. Seine Studenten finden das auch. Er ist barsch, uninteressiert, überheblich. Er behandelt alle wie Dreck, weil seine eigenen Träume nie in Erfüllung gingen. Ich frage mich nur, ob getrennte Wege nicht die beste Lösung für uns alle wären. Gib nicht auf, hoffnungsvoll. Gib uns bitte noch nicht auf. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es lebend hier raus. Ich weiß nicht so recht. Du klingst schon wie Daniel. Daniel! Wir sollten zu John gehen. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ab dem Punkt belassen wir es für heute. Ich habe mich schon ein bisschen erschreckt. Dann wird es interessant, wie es nächstes Mal weitergeht. Und was ich vorhin noch sagen wollte, also der John hat ja ein Bild gefunden, an dem am Zug und vorm Zug Leute waren, die aussahen wie wir. Und jetzt sagt ja die Angela, dass sie jemanden gesehen hat. Ja, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass sie jemanden gesehen hat, der aussah wie sie selbst. Also vielleicht eben die Leute. Oh, das hebe ich noch auf. Was ist das? Oder schaue ich mir an? Aha. Dass wir, oh jawohl, nochmal so ein Ding. Oh, guck mal, der Schatten ist sogar gut. Schaut euch das da hinten an. Oh Mann, oh Mann. Ja, gut, dass ich es beendet habe. Da ist jemand mit einem sehr guten Bein unterwegs. Okay, Leute, dann reicht's jetzt aber wirklich. Bis morgen, wenn alles gut läuft. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao.